Mach jetzt noch ein bisschen Feignis. Da habe ich mir jetzt heute selber gar keinen Gefallen getan. Schieb dich mal zu an. Die erste Übung ist die Kniebeuge mit Kick. Und zwar machen wir die Ninja-Variante. Ninja-Kniebeuge mit Kick. So. Aus einem etwas schulterbreiten, etwas überschulterbreiten Stand gehen wir runter, bis die Hände den Boden berühren, kommen hoch und machen einen Kick. Gehen wieder zurück in unseren etwas überschulterbreiten Stand. Gehen dann wieder runter, machen einen Kick mit der anderen Seite. Okay. Ich zähle zunächst mal auf 10. Fertig? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und rückwärts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und stehen. Okay, kurz die Beine auslockern. Die nächste Übung ist die Skorpionliegestütz. Und ich zeige die Variante. Einfache Variante Skorpionliegestütz. Zweite Variante wäre Skorpionliegestütz mit Drehung. Machen wir zwei Durchgänge. Erster Durchgang Skorpionliegestütz. Also Liegestützposition. Wenn ich runtergehe, geht ein Bein hoch. Und zwar so hoch, wie es geht. Eins. Jetzt das andere Bein. Zwei. Drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay. Zweite Variante. Skorpionliegestütz mit Drehung. Das sieht so aus. Hier runter und schieb jetzt das Bein weiter, bis ich hier ankomme. Das Bein, das jetzt gestreckt ist, wird durchgezogen und dann bin ich hier. Andere Seite. Runter, das Bein über oben durchziehen und hier bin ich wieder. So, jetzt haben wir schon zwei Wiederholungen geschafft. Drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, hoch und 10. Okay. Und gut. Ach, eine Übung haben wir noch. Und zwar gehen wir jetzt im Bereich der Cruncher. So, ich mache einen Crunch. Das heißt, ich rolle mit dem Oberkörper auf, gleichzeitig rolle ich mit den Beinen zum Oberkörper. Aus dieser Position gehe ich dann hoch in die Kerze, bringe ein Bein in die Kniekehle und verschließe. Dann wieder runter, Crunch, hoch in die Kerze, bringe das andere Bein in die Kniekehle und verschließe zum Zankakujime. Runter. 4,
Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Linda, hätte ich was vergessen? Neun. Und zehn. Okay.